Bereich, wo wir jetzt gerade sitzen, hat sich verändert. Da ist neu dazugekommen. Den Venture Square, den gab es schon davor. Aber wir sitzen hier gerade auf einer Terrasse. Daneben ist ein Eventzelt. Und weiter hinten, weiter unten, ist auch nochmal eine größere Terrasse. Und das gehört zu unserem Eventbereich und dem Coworking-Bereich. Und den haben wir sozusagen auf jeden Fall neu dazu bekommen im letzten Jahr. Und hinter der Kamera ist ein Hügel. Und hinter dem Hügel versteckt sich unsere Permakulturhecke. Die ist auch neu dazugekommen. Wir haben nicht so Zuwachs bekommen. 1750 Pflanzen haben wir im März gepflanzt, in der Hoffnung, dass es auch regnet. Hat es leider nicht getan, aber händisch ging mit dem Wässern dann auch. Der Regen kam dann im Mai dieses Jahr. Ein bisschen anders. Der Baum ist neu. Genauso wie ganz viele Pflanzen, die hier stehen, neu sind auch um den Square drumherum. Ja, was ist noch neu? Also dieser Square hier, dieser Platz, das ganze Grün mit dem Pfad, wenn man ja von oben drauf schaut, sieht aus wie dieser Baum des Lebens, verzweigt. In der Mitte ist ein Kreis, der Kreislauf des Lebens, ganz viele Botschaften, die da mitkommen. In der Mitte ist auch eine Wurzel. Also auch mit der Permakultur, wie Shirin es gerade gesagt hat, wir haben viel Wurzelarbeit gemacht, stelle ich fest. Wurzeln rausgerissen, neue eingepflanzt. Also im Innen wie im Außen viel passiert, viel verändert. Wir gucken jetzt auf einen Schuttberg, aber hinter uns ist auch grün. Wir haben den ganzen Winter gesät, gepflanzt und siehe da, wir haben eine grüne Wiese erhalten. Jetzt vielleicht gerade nicht so, aber sie war auch schon grün und wird wieder grün werden. Zum einen ist das, geht es auf den Kern von uns, von allen Menschen, die beteiligt sind und auch den Kern des Projektes, in dem Kern stand immer was wir so aus unserem Leben machen. Wir haben ja dann auch ausgerufen, riskier dein Leben, war es letztes Jahr noch. Das kam aus einer Energie, die haben jetzt auch ein bisschen verändert und zwar auch schöner, wie ich finde, mit unserer Hauptfigur, die heute irgendwie nicht da ist, aber der kleine Art. Wir kreieren den jetzt und damit alles, was damit kommt. Wir sind nicht am Riskieren unseres Lebens und doch auch, aber nicht nur. Also da ist viel, das sozusagen von der Angst und vom Widerstand, dass das alles so blöd ist, die Welt, und hin zu was wir machen jetzt, was wir können. Wir gucken nicht nach außen, sondern wir kreieren uns was Neues. Gucken dabei tief rein, auch in die Wurzeln, auch in unsere eigenen Wurzeln, in die Wurzeln unserer Verletzungen, miteinander. Was heißt Gemeinschaft? Was heißt Freiheit? Immer noch die gleichen Themen. Wir dürfen die live erleben jeden Tag. Was das bedeutet und das ist der Kern, dass wir da, deswegen sage ich Wurzel. Ich nenne das den Gründerpfad. Ich möchte, habe persönlich die Vision, dass wir neu gründen, dass wir miteinander eine neue Gründerzeit quasi ausrufen. Weg von der Fremdbestimmung hin zu der Selbstbestimmung. In Form von Startups, in Form von neuen Businesses. Jeder für sich, alle miteinander, das symbolisiert dieser Platz hier. Ja, gefühlt ist es eine Baustelle und wird mit Respekt behandelt.
teilweise zu viel Respekt. Ich glaube, weil wir auch noch auf dem Weg sind, die Idee dahinter selber zu verstehen. Ich glaube, wir sind immer noch wir kreieren uns das, was wir meinen zu kreieren. Und die Menschen, die wir anziehen, die schauen zu und wissen noch nicht genau, ob sie da jetzt drauflaufen sollen. Manche machen es. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen damit, was er da nun findet auf dem Barfußpfad in der Mitte. Barfußlaufen ist ja hier gang und gäbe, auch ohne den Barfußpfad. Ja, also klar, jeder kann rauf und manche nennen es den Ort der Erkenntnis, wenn sie herkommen. Ich sehe den Ort als Ort der Erkenntnis und der Vibration und der Veränderung und des Erschaffens auch. Also von der Erkenntnis hin zum, also im Inneren die Erkenntnis, im Außen dann kreieren, bauen, ein Zelt bauen, was da stattfinden wird, ja, Veranstaltungen, Gründergespräche, Sessions, Therapie-Sessions findet hier sowieso überall statt. Ja, wir haben so ein bisschen unser Motto. Christian hat es schon ein bisschen durchklingen lassen. Verändert. Das heißt nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich radikal. Also vom mutigen Wagnis, das es ja auch erstmal braucht. Ganz viel Mut, um was zu starten und irgendwie neu loszugehen und was zu kreieren, sind wir jetzt im Kreationsprozess angekommen und wollen vom Prinzip her mehr in Richtung, dass wir im Schöpferprozess sind, dass wir Schöpferwesen sind und dass es darum geht, dass wir was erschaffen, und zwar kontinuierlich. Deswegen haben wir den Claim, den es auch immer gab, jetzt das als unser Hauptmotto gewählt, und zwar Creating Art. Der kleine Art ist nicht dabei und doch ist er mir dabei. Der hat sich auch optisch ein bisschen verändert, genauso wie das ganze unser Logo. Also wir haben tatsächlich ein Remake oder ein Upgrade erfahren auf ganzer Linie. Ja, weil es mehr darum geht, schöpferisch tätig zu sein, zu erschaffen und tatsächlich in der Freude auch zu kreieren. Diese schönen Anteile vom inneren Kind. Auch diesen spielerischen Aspekt, dieses, was wir dann unter Umständen durch irgendwelche Verletzungen auch auf dem Weg haben liegen lassen oder es nicht mehr so präsent haben, dass das mehr rauskommen kann. Dass es nicht darum geht, ich muss mich da wagen, das ist auch irgendwie anstrengend, das ist mit Schmerzen verbunden und braucht ganz viel Mut, sondern dass es spielerisch leicht sein kann. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schwere und macht den Fokus mehr auf das, hey, es ist ein Spiel, mach mit. Also es ist leicht. Und wenn du erst angefangen hast, also wir sehen es ja auch an den Kindern, wenn die in irgendwas vertieft sind spielerisch, dann kreieren die Dinge aus sich heraus, selbstverständlich. Genau. So bloß zu dem Wandel, den wir da nicht nur von unserem Claim her durchgemacht haben, sondern auch von unserem Fokus. Ja. Ansonsten geht es immer noch um die Kinder und um die inneren Kinder der Erwachsenen. Also ja, wir merken, wie aufwendig es auch ist und wie wichtig auch, merk ich, also mit den Kindern zu sein. Und dann auch wie herausfordernd, dann etwas zu verändern, während wir unsere Kinder hier oder die Kinder auch von vielen, die hierher kommen, begleiten und doch oft sehen, wie es auch einfach sein kann, dass die Kinder einfach spielen, wenn man sie lässt. Und ja, Ort des Spiels für die Kinder, für die Erwachsenen. Für mich ist ja das Unternehmerische, das Erschaffen von neuen Ideen, ist ja das Spielen für die Erwachsenen aus meiner Sicht. Und ja, die Kinder finden eh in allem irgendwas zum Spielen. Wir
wir versuchen ja immer noch Community zu verstehen, was das eigentlich heißt, Gemeinschaft sein, bilden, wieder loslassen. Wir treffen ja auch auf viele Menschen, gerade so im Reise- und im Reisefamilienbereich. Ich nehme viele Menschen wahr auf der wirklichen Suche, also im Außen durchs Reisen. Und doch habe ich viele Menschen kennengelernt, oder wir, glaube ich, die nicht finden, was sie, also die sind suchend, aber nicht findend. Und hier ist es viel Kommen und Gehen. Da merken wir auch, was das mit unseren Kindern hier macht. Ich glaube, die meisten Menschen suchen doch Halt irgendwie, Beständigkeit, Verbindung, und das Reisen ist, also ich nehme auch viele wahr als ein bisschen drüber, also über dem, ja, also im wahrsten Sinne, aber auch von dem Wunsch, Neues zu entdecken und immer weiter zu ziehen, das ist schon, kommen wir auch her. Also nur die Reise, die ich hier an diesem Ort jetzt irgendwie hinter mir habe, die ist krasser als jede Reise in irgendein anderes Land. Man kann auch an einem Ort reisen. Und ja, wir haben immer noch die Vision, deswegen spreche ich von Wurzelarbeit, dass wir ein vernetztes, also ein Netzwerk von Orten aufbauen, wo genau das zu finden ist für die suchenden Seelen sozusagen, die eigentlich die Veränderungen darstellen, auch mit dem Fokus auf Europa, mit dem Fokus auf, lasst uns miteinander vernetzen, deswegen digital die Plattform, die wir jetzt wirklich neu starten, ist für uns sehr wichtig, dass wir uns sowohl digital vernetzen, also offen sind für die Zukunft, als auch physisch. Das macht das Ganze, glaube ich, auch einzigartig, dass wir wirklich Orte miteinander verbinden. Ja, weil die Menschen, glaube ich, das suchen. Frei sein, weiter Neues entdecken und trotzdem sich wieder treffen. Deswegen gehen wir auch auf gleiche Strukturen, die gleichen Menschen, die wir anziehen, aber erstmal in der Wurzel. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass wir jetzt weniger Wandel in den Besuchern haben, also nicht Campground und wie wir dann verglichen werden, sondern eine Energiebündelung von Menschen, die sich mehr committen zu dem was wir hier machen. Das heißt, wir ändern jetzt auch ein bisschen den Ansatz und laden vor allem Familien ein, aber es ist nicht absolute Voraussetzung, die bereit sind, dieses Projekt auch mit einem Commitment voranzubringen. Commitment ist schwierig in diesen Zeiten, gerade im freien Bereich. Wenn ich zu lange rede, müsst ihr sagen. Nee, gerade Commitment ist da fehlt es oft. Aber nur mit Commitment kann man wirklich was ändern. Da muss man nicht irgendwo demonstrieren und irgendwie sich beschweren. Und wir kennen alle möglichen Theorien und sind auch gut am Meckern, zu Recht auch. Aber ein inneres Commitment für etwas ist hier, glaube ich, auch die Herausforderung. Also der Vorbesitzer hat ja 15 Jahre gesagt, TB or not TB. Auch er war, also es ist auch dieser Ort so, die Frage, will ich hier sein, will ich hier nicht sein, wo will ich eigentlich hin, will ich hier sein? Und jetzt stellen wir die Frage, na, wollt ihr hier sein? Dann seid hier. Und dann verändert, auf geht's. Hört auf, euch zu beschweren, hört auf andere zu zeigen, sondern macht jetzt wirklich selbst. Und wir machen vor und wir machen mit. Und bin gespannt, was da jetzt kommt, wen wir anziehen damit. Menschen, die wirklich verändern, ja. Wie wir das, glaube ich, auch tun. Mit allen Licht und Schatten, den wir, auch wir drei, mitbringen. Ja. Den einen Satz noch, ich habe gerade so ein Bild. Wir machen ja dieses Projekt so wie am offenen Herzen. Tatsächlich ist es auch symbolisch in vielfältiger Weise zu verstehen. Und ich sehe da gerade so
uns als Chirurgen an der Herzoperation und ein Baby auf dem Arm, ein schreiendes, unser eigenes und das der anderen und lauter Hilfsärzte und Krankenschwestern, die total schlecht drauf sind und gerne von uns irgendwie Unterstützung brauchen für ihre anderen Themen, während wir einen Patienten am offenen Herzen heilen und reparieren sollen und operieren, sollen wir für die eigentlich auch mit operieren und unterstützen, auch noch deren Themen. Und da ist das Auto liegen geblieben und hier die Oma ist krank und so, ach so, aber kann ich kurz diese Herzoperation hier zu Ende machen und ich brauche dafür den Tupfer. Ach ja, hier ist der Tupfer und so chaotisch und nehme ich das wahr und auch so herausfordernd. Und ja, das Kind immer auf dem Arm, ja, ist spannend, was wir uns hier ausdenken, aber macht Spaß. Es gibt viele, es werden auch gefühlt immer mehr. Ja. Immer mehr, die sich öffnen und merken, okay, sie wollen was verändern. Das ist auch durchaus herausfordernd, also um darauf nochmal hinauszugehen. Also erstmal die unterschiedlichen Energien der unterschiedlichen Menschen, der unterschiedlichen Familien, der Kinder auch, die natürlich auch sehr präsent sind, weil dieser Ort einfach für Kinder einfach wunderbar ist, weil die Kinder einfach frei sein können. Die können laufen, hier fahren keine Autos. Sie wissen genau, was sie nutzen können. Es gibt Spielmöglichkeiten, es gibt Spielpartner. Und jetzt merken wir schon, dass viele Leute kommen, die wirklich einfach überhaupt noch gar nicht wissen, wo sie hin sollen und oder hin wollen, nicht hin sollen, sondern hin wollen. Und da kommt auch eine gewisse Erwartungshaltung mit. Also dass die herkommen, auch denken, ach Mensch, jetzt schauen wir mal, das ist das, was Christian meint. Wir sind eigentlich gerade dabei, so das Baby zum Aufwachsen zu bringen, zum Aufblühen zu bringen. Und es kommt aber die Erwartung natürlich, dass wir alle Leute irgendwie dann auch ein Stück weit mit auffangen und immer für alle Themen und Probleme da sind. Und ja, das ist durchaus herausfordernd, weil man auch natürlich einfach den eigenen Ansprüchen, also wir haben ja selbst auch alle Kinder, die eigenen Kinder möchtest du nicht links liegen lassen, im Gegenteil, sondern die sind eigentlich im Fokus. Und dann kommen die Themen der anderen und ja, das viele Coming and Going, dann das zehrt. Also es hat gezehrt. Deswegen wollen wir auch ein Stück weit einfach einen festen Kern haben. Aber nicht mit Leuten, die einfach nur hier sein wollen, um sich zu entspannen und mit ihren Themen zu kommen, sondern Menschen, die halt mitgestalten wollen, die auch sowohl für sich selbst als auch für das große Ganze, das große Projekt, das Creating Art mitmachen möchten. Und ja, da sind wir jetzt gerade dran, um wirklich zu schauen, okay, wen wollen wir anziehen? Wer soll kommen? Dass es nicht nur dieses gefühlte, also es ist nicht immer nur, aber gefühlte Saugen auch ist, sondern auch wirklich, okay, wir müssen uns gegenseitig auch unterstützen. Und das gibt es. Also das haben wir auch alles schon gehabt, aber es darf noch mehr sein. Ja, und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass dieses, dass es darum geht, tatsächlich auch ein relatives Commitment zu schaffen, das uns vereint, dass wir an einem Strang ziehen. Also jeder darf hier ja schon sein mit seinen Themen. Also es geht ja darum, das Leben, das Arbeiten, das Gestalten, all die Bereiche zu verbinden. Aber das innerhalb von einer kurzen Zeit tatsächlich hinzukriegen, das haben wir auch gemerkt, das funktioniert nicht so gut. Das ist dann wirklich auch gar nicht möglich. Weil ja, dann kommen die Kinderthemen, die eigentlich gemeinsam angeschaut werden müssen. Dann kommen die Themen auf Erwachsenenebene, dass man sich uneins ist. Wie geht man denn jetzt mit bestimmten Dingen um? Und dann muss man das eigentlich miteinander durcharbeiten. Und das immer wieder neu. Und das mit dem Coming and Going ist es auch... man lässt dann unter Umständen halt auch eher dieses, also die Reisefamilien nehme ich oft so wahr, ja, dass sie da sind und sich irgendwie, ja, wie Christian auch schon gesagt hat, auf der Suche sind und ganz viele Wünsche haben. Und ganz viel Perspektive und Träume damit verbinden, mit dem, ich gehe jetzt auch aus dem System raus, ich verlasse irgendwie das Vertraute und mache mich auf den Weg. Und es ist aber ganz wenig
von dem da, was soll es denn werden? Also die sind gerade erstmal da dran zu finden, wo soll es denn überhaupt hingehen? Was wird es denn, wenn es fertig ist? Und diesen Prozess dann mit Menschen einfach auch über einen längeren Zeitraum tatsächlich zu gestalten und durchzugehen. Das ist jetzt sozusagen wirklich unser ausgerufenes Manifest oder wie auch immer, dass wir sagen, ja, das ist, wir haben so viel Trial and Error gemacht, so viel, wir nehmen auch einfach an, was kommt. Und jetzt geht es, glaube ich, darum zu schauen, okay, wie lassen sich denn langfristig oder längerfristig Verbindungen knüpfen, die eine Basis für mehr bilden, dass wir wachsen können auch. Dass die Äste, die von dem Baum wegwachsen, auch tragfähig werden, dass da irgendwann die Früchte dranhängen. Dass wir nicht in der Wurzelarbeit hängen bleiben, sondern ja, dass das eine richtig mächtige Krone wird. Und die Energien haben wir eh schon verteilt. Also wir haben die Samen verteilt gefühlt, bevor die Frucht da war. Also so ein bisschen von der Metapher. Ja, gibt es ja auch den Spruch, sie haben uns auseinandergesprengt, aber sie haben vergessen, dass wir Samen sind. Und das macht natürlich energetisch immer was im Gesamtfeld. Aber es geht ja darum, auch tiefere Prozesse miteinander durchzugehen. Und ist in einem Commitment und auch in einer Verbindung und Verbindlichkeit. Genau. Also die Glaubenssätze, die wir auch kennengelernt haben, sind auch spannende Themen, die mir so auch nicht bewusst waren, was da für Felder kommen. Wirtschaft, Geld, Profit, da hängt so vieles dran. Wertschöpfung, Werte schöpfen. Reich sein, diese ganzen reich werden, innerlich, äußerlich, Fülle und so, da kommen so viele Worte, aber auch viele blockierende Themen. Und also ich habe hier viel kennengelernt, warum wir da sind, wo wir auch sind. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich auch die Menschen, die wir anziehen und die hierher kommen, die sehe ich eigentlich als die Samen der Veränderung. Auch wenn wir von Europa oft sprechen, es gibt ja auch eine Dynamik, dass ich möchte raus aus Europa, alles geht unter, wir sind alle im wahrsten Sinne begraben. Und dann, das ist ja, glaube ich, das Sprichwort, sie wollen uns alle begraben, aber sie vergessen, dass wir Samen sind. Das heißt, man muss ein bisschen wässern und dann kommen wir stärker raus. Ich glaube, die Menschen, die auch hier bleiben, hier auch die sich die Themen angucken, die ihre eigenen Verletzungen angucken, die ihre Kinder bei sich haben alleine, die neue Jobwege gehen wollen, die nicht aus der Angst nach wohin auch immer, weil es da besser ist. Das ist auch ein Thema so, ist es woanders wirklich besser, ist eine andere Community besser? Stelle ich hier ganz oft fest, hier ist das und das und hier ist das, könnte so anders sein und das ist ein Thema. Ich ziehe mal weiter und ich glaube, so ist meine Sicht, gibt es auch viel in den Kreisen, wo sind wir in der Apokalypse? Dann sind wir in der Apokalypse, da kannst du hinfahren, wo du willst, ist überall Apokalypse. Kannst du nach Timbuktu oder nach Südamerika oder so, da wird dich das auch ereilen, die innere Apokalypse. Das sage ich mittlerweile auch frei jedem raus, dann macht. Aber da wird es nicht anders werden, weil ihr ja der Grund seid, wie wir, dass es so ist, wie es ist. Und wir haben alle mit kreiert, dass die Mess hier teilweise auch. Aber und jetzt geht es darum, wollen wir das, was wollen wir daraus machen? Und ich empfinde diese Menschen, die dann hierher kommen, als die eigentlichen Veränderer. Aber ich sehe auch viele Themen, die dazwischen stehen, und da setzen wir jetzt an, dass wir nochmal aussieben, sozusagen, wer will jetzt wirklich losgehen. Ja. Ja. Das Tiny House, das erste ist hier,
steht auch für das, was wir eigentlich machen wollen und auch werden. Für eine neue Art von Miteinanderleben. Wie lebt man, wie wohnt man, wie viel Platz braucht man? Da symbolisiert das Tiny House ja wie der Camper die perfekte Mischung aus sesshaft sein und doch nicht, doch in Bewegung sein. Also auch dieses, will man was besitzen, you own nothing and be happy. Ja, da steckt was hinter, was sie uns da sagen. Das vielleicht ist tatsächlich so, dass wir alle besitzen, irgendwie und doch nicht. Dafür stehen diese Tiny Häuser. Und ganz konkret werden wir hier dann mehr Tiny Häuser schaffen. Eine Mischung aus Camping, Stellplätzen und festeren, aber doch mobilen Häusern. Durch Investments, welcher Art auch immer. Wir werden auch eine eigene Tiny House Firma haben, irgendwann aus der Community, und die selber bauen. Also aktuell haben wir einen neuen Architekten im Boot, der genau wir haben hier ja so eine Terrassengeschichte, dass wir drei Ebenen haben. Also alle, die schon da waren, die wissen, dass es da unterschiedliche Ebenen gibt. Und der Architekt ist total fasziniert von einem Haus, das praktisch von der einen auf die nächste Ebene geht. Und hat da dann schon in 3D das konstruiert, wie das so aussehen könnte, dass dann unten ein Wohnbereich ist mit Terrasse oben und oben ein Bereich, sodass man diese Terrassenstruktur, die hier eh schon da ist, damit integrieren kann, ganz natürlich. Und wir haben ganz Wohnidee-mäßig ist ganz, ganz extrem viel reingeflogen, weil da ja die Bedürfnisse, Wünsche und wie auch immer ganz unterschiedlich sind und auch die Vorstellungen und auch das Budget ist für viele einfach auch ein Thema. Und wir haben jetzt mit dem Tiny House den ersten Wurf gemacht in der Form, beziehungsweise eigentlich ist es der zweite. Wir haben ja schon eine weitere Hütte dazu gestellt, als feste Unterkunft sozusagen. Und dem darf mehr folgen. Ziel ist es natürlich schon, aus der Community für die Community immer zu gestalten. Also dass die Menschen, die sich eh auch angezogen fühlen von dem, was wir hier tun und welcher Mission wir folgen, dass die sagen, oh ja. Und das war auch mit dem Tiny House Bauer so, dass der die Vision teilt. Also, und er den Aspekt des guten Wohnens sich auf die Fahnen geschrieben hat. Von der Gänze, um was man sich da so kümmern kann und was da zu dem gesamten Lebenskonzept dazugehört und zu der gesamten Vision, hat er gesagt, okay, also ich kümmere mich mal drum, was es braucht, um gut zu wohnen. Und ja, dafür haben wir jetzt das Beispiel hier stehen, wie das so aussehen kann, auf kleinem Raum doch irgendwie nicht zu verzichten auch. Das war uns da sehr wichtig. Ja, durch die zwei Etagen hast du nochmal mehr. Schlafbereich ist oben, zwei große Schlafzimmer. Und der komplette Wohnbereich ist unten. Und dann gibt es die Möglichkeit, bei diesem Haus haben wir einen Anbau dazu, der getrennt ist von dem, der kannst du halt auch als Schlafzimmer, als Büro, als Spielraum, als für alles nutzen. Und jetzt kommt noch eine Terrasse und der Garten ist in der Mache, fast fertig. Und drumherum planen wir noch eine Hecke, dass auch die Häuser, was halt auch wichtig ist in so einer Gemeinschaft oder wie man auch immer es nennen möchte, vielen Menschen ist halt einfach auch eine gewisse Privacy wichtig, also wirklich die so ein bisschen abschirmen, weil das natürlich nicht immer machbar ist, wenn man auf dann doch engem Raum auch so zusammenlebt und mit allen Themen konfrontiert ist. Was halt bei einem normalen Spielplatzgespräch nicht unbedingt stattfindet, findet halt hier im Alltag miteinander, der kein Alltag ist, aber findet es halt statt. Genau. Was vielleicht noch wichtig ist, da haben wir letztes Jahr auch schon drauf hingewiesen,
Und Christian hat es auch schon gesagt, dass die Verknüpfung von Menschen, die Verbindung von Menschen ganz wichtig ist. So frei wir auch alle irgendwie wieder Wind sein wollen und auch dass gerade Reisefamilien, auch Systemsprenger oder sich auf den Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, die dann die Freiheit suchen, trotzdem haben wir eine Sehnsucht, uns zu verbinden. Und da wollen wir immer noch mit sowohl physisch eine Antwort geben, dass wir nicht nur dieses eine Zuhause kreieren, sondern ganz viele und aber auch digital mit der Online-Plattform, die bekommt gerade noch mal so ein Remake, Upgrade oder wie auch immer, weil wir im Branding-Prozess, wie wir ja vorhin gesagt haben, wird auch die Adresse wird sich ändern von Venture Your Life zu Creating Art, Creating.art. Und um was geht es? Um die Vernetzung. Also es ist ein Chat möglich. Im Grunde genommen möchten wir Social Media, unser eigenes Social Media haben und haben das dort auch schon. Was haben wir noch kreiert? Ein Shopsystem, dass Interaktionen auch passieren können, dass wir uns gegenseitig in die Fülle bringen. Dann Eventbereich. Wir wollen nicht nur hier Events auch für die Menschen, die kommen, gezielt anbieten, Workshops, Seminare, weil es ja darum geht, irgendwie auch das Wissen zu teilen und nicht nur da irgendwie für uns was rauszufinden, sondern auch zu hören, was hat denn der andere noch beizutragen und was habe ich, was können wir uns gegenseitig schenken, sowohl im Shop als auch auf der Event-Ebene. Und wir sind offen für andere Orte, denn auch wir wollen nicht nur Menschen verknüpfen, sondern auch Orte, die mit unseren Grundwerten und mit dem, was wir ausrufen an Vision, schwingen und sagen, okay, ja, fühlt sich gut an. Ich habe auch einen Platz. Da kann man auch hinkommen. Da gibt es die Möglichkeit, sich vorzustellen auf der Online-Plattform. Und bis diesem, unserem ersten Arts Village, weitere Folgen. Ja, das ist im Grunde die, also im Kontext der Endung auch, also dieses wunderschöne Wortspiel, da geht es um Kunst, um Lebenskunst und Kunstwerke, wir alle, und gleichzeitig auch die Bühne des Lebens sozusagen in der Authentizität. Also diese Plattform ist mehr als eine Plattform, das ist eine Gesamtkomposition von den Menschen, die Veränderung jetzt leben. So sehe ich das, was wir da kreieren. Da verbinden sich die Elemente in künstlerischer Form, in lebenskünstlerischer Form. So rufen wir auch aus. Wir sind Lebenskünstler und wir schaffen Kunstdörfer letztlich. Wir kreieren wieder Handwerk und Kopfwerk und trotzdem sind wir innovativ oder erst recht der Zukunft, der Technik. Wir haben gerade heute Gespräche über eine eigene NFT-Produktion und eine eigene Währung angestoßen. Also das wird ein ganzheitlicher Ansatz werden und das ist da geplant. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt und dass ihr euch dafür interessiert, was wir tun, dass ihr da Anteil nehmt und damit auch euch verbinden wollt. Und wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, wenn wir uns irgendwann persönlich kennenlernen, falls wir uns nicht schon kennen.
Und ja, bis dann. Eine gute Zeit.